Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Durch Land und Zeit. Auch heute bewegen wir uns durch Vorarlberg, genauer gesagt von Dornbirn nach Koblach. Die Stadt Dornbirn ist die größte Stadt Vorarlbergs und mit 45.000 Einwohnern auch die bevölkerungsstärkste. Geschichtlich hat die Stadt einiges zu erzählen. Wir haben uns mit Wolfgang Rümmele, Altbürgermeister von Dornbirn, unterhalten. Die Stadt Dornbirn ist die größte Stadt in Vorarlberg und mit über 45.000 Einwohnern auch die bevölkerungsreichste. Über die Jahre hat sich Dornbirn zum wirtschaftlichen Zentrum im Land entwickelt und bietet vor allem im Bereich Handel und Gewerbe eine große Auswahl. Aber auch Industrie, Handwerk und alles, was zu einer florierenden Wirtschaft dazugehört, findet seinen Platz. Geschichtlich hat die Stadt Dornbirn eine lange Tradition mit Höhen, aber auch Tiefen. Ja, man kann jetzt da natürlich sehr weit zurückgehen auf die erste urkundliche Nennung 895 auf einer St. Galler Urkunde. Das war die Siedlung eines gewissen Toro, der sich da niedergelassen hat. Und der Name Dornbirn leitet sich nach wie vor von diesem Toro ab, weil Birn ist nichts anderes wie eine Abwandlung des bekannten Bauron. Und Bauron heißt immer bäuerliche Gemeinde. Also ursprünglich ist der Name Thornbauron. Und daraus ist Dornbirn entstanden. Wenn es um die Entwicklung der Stadt Dornbirn geht, hat sich einiges getan. Über die Jahre hat sich natürlich einiges verändert, vor allem wenn es um die Wirtschaft und die ansässigen Betriebe geht. Die Leute in Dornbirn haben über mehrere Generationen von der Textilindustrie und mit der Textilindustrie gelebt. Es hat auch Zuzug gegeben aus anderen Bundesländern, weil die Wirtschaft auch floriert hat. Daneben hat das Gewerbe, das Handwerk und dann in den vergangenen 30 Jahren insbesondere auch der Handel gewaltig zugenommen, sodass wir heute Einkaufsstadt Nummer 1 sind im Land, ausgestattet mit starken Betrieben aus der Größenordnung Klein- und Mittelbetriebe vor allem, da auch wieder Handwerk. Und wir haben immer noch eine beachtliche Zahl von aktiven Landwirten in unserer Stadt, und zwar solche, die dem Vollerwerb nachgehen und sehr viele, die Nebenerwerb haben. Und diese Mischung zwischen der dörflichen Struktur, die einerseits erhalten wurde und andererseits der Verdichtung der Stadt im Inneren, also die Stadtwerdung, das ist typisch dornbirnerisch und das ergibt in Summe dann das, was wir heute haben, eine Hochschulstadt mit dörflichem Charakter. Der Legende nach teilte der heilige Martin seinen Mantel mit einem Bettler. Dieser soziale Gedanke prägt jedes Jahr den Dornbirner Martini-Markt. Zahlreiche Dornbirnerinnen und Dornbirner, aber auch Besucher aus der Region lassen es sich nicht nehmen, bei diesem Herbstmarkt mit nostalgischem Flair dabei zu sein. Traditionell kommen auch viele Besucher im Alter Häs. Eduard Wutzderwald, Dornbirner ist Martini-Markt. Auf diesen Satz freuen sich viele das ganze Jahr. Es ist eines der Highlights in Dornbirn. Der Martini-Markt rund um den Marktplatz lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern an und begeistert die Massen. Stand traditionell die offizielle Eröffnung am Balkon des Roten Hauses auf dem Plan. Mit großer Freude betraten die Verantwortlichen rund um Bürgermeisterin Andrea Kaufmann die kleine Bühne und bedankten sich zuerst bei den zahlreichen Besuchern, die im Alter Häs gekommen waren. Eine Besonderheit, die den Martini-Markt ausmacht. So viel Lütz im Alter Häs wie heuer hat es aber noch nie gegeben. Besonders war es auch für die Bürgermeisterin, war es doch ihre erste Eröffnungsrede des Martini-Marktes. Liebe Leute im Alter Häs vor allem, liebe Gäste aus nach und fern, und wir haben wirklich aus nach und fern heute Leute da. Ich erzähle euch jetzt nichts Neues. Der Eduard hat nämlich heute Morgen schon geputzt den Bart, weil es da wäre heute Martini-Markt. Ja, super Geschichte, tolle Stimmung. Wir haben natürlich eine Traumkulisse, super Werte. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals so viele Leute im Alter Häs und als Ausgäste auf dem Martini-Markt sind. Um die Zeit um 10. Also tolle Kulisse und es hat einfach nur Spaß gemacht.
Martini-Markt ist typisch Dorabiererisch. Dass Martini natürlich ein besonderer Tag ist, das wissen eigentlich alle. Aber der Markt, der nostalgische, wo immer wieder verknüpft ist, so Tradition mit ein modernen Elemente, ist einfach besonderer Dorabiererisch. Und das merkt man den Leuten, die kommen alle gern, ziehen da selber das alte Häse an und das macht es einfach aus für Dorabierer. Top-Organisation, es ist wirklich ganz toll, es macht ja Sinn seit immer. Herbert Kaufmann federführend mit der Heidi Mark, Rudi Präg. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Die Stände, wie sie dekoriert sind, der Mix an den Ständen, also ich denke, es ist eine gute Qualität. Man trifft Leute, man hat eigentlich alles, was man braucht. Es ist ein super Tag. Hinter so einer großen Veranstaltung steckt natürlich auch einiges an Organisationsaufwand. Das Team hatte sich auch im heurigen Jahr voll ins Zeug gelegt und sich mit Dekoration und Rahmenprogramm wieder selbst übertroffen. Also es ist tatsächlich so, dass der Martini-Markt einfach nicht einfach irgendein Themenmarkt ist, sondern eine Besonderheit ist, der über die Regionen hinausstrahlt und wir die Tradition hochhalten. Wenn man hier durchläuft, man sieht es an der Dekoration, man sieht es an den Besuchern, man ist gekleidet in alter Kleidung und so weiter. Man hat einige Publikumsspiele, Besonderheiten, die es einfach auf allgemeinen Themenmärkten in der Form nicht gibt und das wollten wir weiter forcieren und werden wir auch machen. Und daher sieht man, wenn man jetzt durch die Mengen läuft, am Freitagvormittag diese Frequenz überhaupt herzubekommen und zu generieren, das ist schon eine Besonderheit und ich glaube, da haben wir auf das richtige Pferd gesetzt. Also die Besonderheit, die wir jedem Ständler mit auf den Weg geben, ist jene, dass wir sagen, Heiliger Martin, Thema teilen, der Gedanke, es sollen auch anderen gut gehen und nicht nur uns selber, wollen wir jedem weitergeben. Daher gibt es besondere Angebote und es freut uns sehr, dass vor allen Dingen die Händler das sehr stark aufnehmen und die auch sagen, ja, wir beteiligen uns dabei, es gibt Angebote, 2 für 3 und so weiter und das ist der Hintergrund des Martini-Markts. Wie es sich gehört, wurde dann zur offiziellen Eröffnung die Gans an die Bürgermeisterin übergeben, heuer ein Gänserich, der noch namenlos war und später dann Eduard getauft wurde. Der Martini-Markt war also eröffnet und bereits am Vormittag war der Marktplatz mehr als nur gut gefüllt. Die Gäste schlenderten durch die Stände, ließen sich mit Riebel und Kaffee verwöhnen und das eine oder andere Tänzchen vor der Bühne musste auch sein. Eine weitere Neuheit in diesem Jahr war die Martini-Marktmünze. Wir haben hier das erste Mal die Martini-Marktmünze und die wird jedes Jahr neu gemacht und der Erlös kommt dem Hilfswerk Dormien zugute. Der Dornbirner Martini-Markt war also wieder ein voller Erfolg und man freut sich bereits jetzt, das alte Häs im nächsten Jahr wieder auszupacken. In unserem nächsten Beitrag darf ich Ihnen eine alte Tradition aus Vorarlberg näher bringen, das Schollersterher. Etwa 140 Jahre lang stachen die Rheintaler Schollen. Dies war für viele die einzige Verdienstmöglichkeit vor dem Aufkommen der Stickerei in Vorarlberg. Dabei wurde Torf bis zu 4 Meter tief gestochen und anschließend auf Hüsle geschichtet, um zu trocknen. Dieser getrocknete Torf, auch Scholler genannt, diente als Heizmaterial. 1970 wurde das letzte Schollerloch geschlossen. 40 Jahre später wurde diese alte Tradition in Koblach wieder zum Leben erweckt. Schollermat ist eine Wiese, wo Torf unten ist, wo man stärken kann. Also man hat früher Torf gewonnen, Scholler sagen wir jetzt Koblach. Und das ist einfach im Riertus eine Wiese, wo Scholler vorhanden sind. Und Scholler sind was? Oder Scholler ist, verwendet man das? Scholler ist Torf. Man hat es zum Heizen verwendet, man hat es aber auch für vieles andere verwenden können. Zum Beispiel als Einstreustell, weil es die Eigenschaft hat, dass es aufsaugt. Man hat es auch in Toiletten anscheinend früher verwendet, auch aus dem gleichen Grund. Also weil einfach das, der Geruch nicht. Und in der Urgeschichte sogar weiß man, dass man es für Kleinkinder genau hat. Also dass die Drucker gelegen sind, hat man unter Scholler angelegt, also Torf. Und es hat halt Eigenschaften, wo für es, also früher gut gewesen, heute kann man es eigentlich kaum mehr verwenden. Heizmaterial als Heizmaterial ist nicht unbedingt richtig, weil es riecht. Es ist Lehmbestand drin, darum riecht es eigentlich raus und ist nicht wirklich das Wahre. Also die heutigen Heizmethoden sind natürlich besser. Aber in dieser Zeit ist man natürlich froh gewesen, man hat kein anderes Heizmaterial gehabt. Von welcher Zeit reden wir da? Ja, etwa 1700, 1800,
da hat Kobler oder halt überhaupt ist fast alles abgeholzt worden. Man hat Holz für alles gebraucht, also für Gerätschaften, für Häuser, für Wurbauten, für Brücken, fürs Werkzeug, generell das Holz, und man hat nie nachgeforstet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du das Schollenloch da gegründet hast oder wieder angefangen hast, jetzt mit dem Ricky zusammen da zum Stehen? Also dort muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Es ist so, dass die Faschingsgilde 1975 gegründet worden ist, dass der Gründer gleich mal die Idee gehabt, das Kobler wieder das filmisch, dass man das einmal filmisch aufbereitet. Wir haben den Schollerfilm von damals, 1977 ist das passiert, wo viele Kobler haben mitgeholfen haben. Und nachher hat man dann endgültig als nie mehr Schollerstern gegeben. Und bei uns im Verein auf Sitzungen haben wir dann immer wieder gesehen, es wäre brutal gut, wenn man wieder ein Schollerloch hätte, wenn man wie als Aufnahmeritual Schollerstern müsste. Mhm. Und das ist eigentlich immer in unseren Köpfen ein bisschen umgegangen. Das haben wir immer wieder geredet. Und jetzt seit ein paar Jahren ist das klar, also seit zwei Jahren ist aber klar, dass man es da machen kann. Und dann hat man auch einen Vertrag geschaffen, man hat also Probestellen, ob es überhaupt Schollen hat. Und die Behördengänge sind natürlich auch nicht ganz einfach gewesen, weil sie am Rande vom Biotopinventar Studerna ist, wo man eigentlich gerne nicht dort darf in einer gewissen Zeit. Ja, dann gehe ich noch kurz aufs Häschen von einem Schollenstecher. Eben umgezogen hast du ihn schon gesehen. Das Knopfsacktuch ist eine typische Bekleidung vom Schollenstecher, wo das Haar ein bisschen verloren hat. Als Sonnenschutz, früher hat es ja kein Schildkäppchen gegeben, darum hat man die Knopfsacktuch gehabt. Und die sind eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Also, und dann hat der Ricky hat die blaue angelegt, eine blaue Schürze. Und ist jetzt schon am Pumpen. Mit einer richtig alten Kugelpumpe. Das war da eine von der Hauptgeräte im Schollenloch. Man hat das Schöpfloch, man hat immer ein Loch gestochen, wo das Wasser rein konnte. Und das muss man zuerst, wenn man Schollen sticht, auspumpen. Zuerst pumpen und nachher tut man dann mit dem Schöpfer das Letzte raus. Und dann sieht man, wie das Wasser abrinnt, weil wenn so viel Wasser drin ist, ist es furchtbar zum drinnen stehen und kann man auch nicht gut stehen. Es sollte also ein kleines Werk gehen. Das ist jetzt der Spaten? Da gibt es linke und rechte, weil nicht jeder gleich stehen hat will. Der eine hat von links nach rechts angefangen und der andere von rechts nach links. Okay. Und dann hat er am Anfang einen Schnitt gemacht. Die Schollen sind ja 30 cm lang gewesen. Und dann hat er 7 auf 7, ein bisschen Bröter, hat er den Stecher rausgestochen. Und hat es am Fänger gegeben. Also jetzt muss er nicht fangen, weil das Loch noch nicht so tief ist. Ja, genau. Ja, probieren wir mal zum Werfen. Das ist gleich schwieriger. Und man sieht ja, früher haben sie nicht verkehrt und rückwärts. Wenn man natürlich ganz tief im Loch drin ist, hat der Stecher den Fänger gerne noch mal gesehen. Wir haben ja dort gerne den Post aufgestellt, also den Baumstamm reingedruckt, der 4 Meter raus steht. Und zuoberst ist ja Humus gewesen, nachher 1 bis 1,20 Meter Lärte. Dann haben wir 8 Stiche tief gestochen, mit 30 cm, also 4 Meter, ist der Stecher drunter gestanden und er hat das am Fänger aufgeworfen und er hat ihn ja gerne noch mal gesehen. Mhm. Der hat auf blind aufwerfen müssen. Und wenn dann der Stecher auch vorher ein bisschen geträumt hat, weil das den ganzen Tag die gleiche Arbeit, also die gute Schulter geflogen, man muss sie anbelegen, gute Schulter geflogen, man muss sie anbelegen, hat irgendwo angefangen zum Träumen und dann ist er nur nachgekommen. Und aus dem Muster gibt es auch die Geschichte, warum als man uns Kobler Schollenfresser geschumpfen hat. Das haben Nachbarn am Montag angefangen und gekommen ist das Famous, weil wenn er sie dann nicht gefangen hat, dann ist sie an mein Gesicht geflogen. Und wow. Da der Stecher hat gerufen, entweder du fährst sie oder du frisst sie. Und darum der Name Schollenfresser Kobler. Und das war aber eigentlich ein Schimpfwort. Ja, natürlich, man hat uns das geschumpfen. Ja, Schollenfresser oder derne. In Koblach wird nicht nur Torf gestochen. Hier steht auch das Geburtshaus von Bischof Erwin Kreutler, welches eine der letzten Handstickmaschinen beherbergt. Gemeinsam mit Bischof Erwin und seinem Bruder Josef Kreutler durften wir uns im Krüttlerhus umschauen. Die Geschichte um und über die Gemeinde Koblach hat eine jahrhundertelange Tradition. Schon in der Mittelsteinzeit wurde die Gegend bevölkert. Koblach ist somit die älteste bekannte Siedlung in Vorarlberg.
Über die Zeit gab es natürlich einige Entwicklungen, welche die jetzige Gemeinde prägten. Ein vor allem wirtschaftlich tragender Punkt war die Stickerei. Um die Jahrhundertwende brachte die Handstickerei eine wirtschaftliche Blütezeit nach Koblach. In vielen Häusern waren die alten Handstickmaschinen zu finden. Das Heimathaus von Bischof Erwin Kreutler war eines davon. Das Haus war damals Standort einer der traditionsreichen Maschinen. Eine davon steht heute noch und ist auch noch voll funktionstüchtig. Ja, die Gemeindemitglieder von Koblach sind durchwegs bäuerlich gewesen. Und dann ist durch die Schweiz und durch die Erfindung der Stickmaschine ist die Ware von der Schweiz nach Vorarlberg gekommen. Das kann man gut anschauen, wie das im Land, das geht von Geisau, Ufer, Höchst, Luschnow, Hohenems, Alltag, Meder, Koblach bis Monager. Und dann fängt es wieder sozusagen Feldkirch ins leichte Stufe wieder Rugell an. Da bin ich haben sie mich zum Friseur geschickt. Und dann gesagt, ich soll die Haare abschneiden. Und da bin ich zum Friseur und hat gesagt, ja, wie weit? Er schreit gar als ab. Und dann hat er hat mir eine Glatze geschnitten, ja, totale Glatze. Und dann bin ich heimgekommen. Und dann sind sie immer überrascht gewesen. Und dann haben sie gleich einmal gekommen. Ich glaube, der Vetter Ernst hat das Foto gemacht. Ja, wir haben zum Fenster raus müssen schauen mit einer Totalglatze. Ja, ja. Auf null. Auf null. Ja. Bischof Erwin Kreutler ist seit dem Jahr 1965 zuerst als Missionar und später dann als Bischof von Xingu in Brasilien. In seiner Jugendzeit in Koblach war auch er natürlich mit der Stickerei sehr verbunden. Stickerei ist ja ein Familienbetrieb gewesen. Also der Vater hat gestickt, der Täti, die Mutter hat gespannt und ich habe gefädelt. Also von der Schule ist man heimgekommen, von der Volksschule. Am Nachmittag habe ich die Hausaufgabe gemacht und gleich die Stickerei. Das ist jahrweise, möchte ich sagen. Gerade nach dem Krieg, wo die Stickerei wieder gekommen ist, dort ist das unser Erwerb gewesen. Wir hatten dann aber auch noch eine kleine Landwirtschaft gehabt. Also wir sind als junge Leute, als Kind, sind wir integriert in die Familie. Wir haben mit arbeiten müssen. Da ist uns absolut nichts eingefallen, dass das ein zu viel wäre. Im Gegenteil. Wir haben uns eigentlich wohl gefühlt. Und man hat dann auch die Familie erlebt beim Arbeiten. Also nicht bloß beim Tagessen oder bei anderen Gelegenheiten, aber man hat es beim Arbeiten noch erlebt. Vater hat gestickt, Mutter hat gespannt, wie ich schon gesagt habe, und ich habe gefädelt. Das Heimathaus von Erwin Kreutler wird nun saniert und die alte Handstickmaschine bekommt einen neuen Platz in Koblach. Sie wird als Museumsstück auch für die Zukunft erhalten bleiben. Der Familiengedanke und die enge Verbindung zur Stickerei wird aber sicher auch in Zukunft ein fester Bestandteil in der Familie Kreutler bleiben. Koblach ist die älteste Siedlung Vorarlbergs. Hier steht auch die im 11. Jahrhundert erbaute Neuburg. Die Neuburg war eine der größten Burganlagen des Landes. Mitten im Rheintal, auf dem bereits in der Stein- und Bronzezeit bewohnten Schlosshügel, hatte sie im Mittelalter eine wichtige strategische Bedeutung. Nun wird alles daran gesetzt, dieses Juwel zu erhalten. Die Geschichte rund um die Gemeinde Koblach hat vieles zu bieten, vor allem aber gehört sie erzählt. Vieles hat sich getan über die Jahrhunderte, bereits in der Mittelsteinzeit, also vor etwa 7000 Jahren gab es Siedlungen im Gemeindegebiet. Im Mittelalter war Koblach dann ein Königshof von Welfen, somit begann alles rund um die Ruine Neuburg. Am Kummerberg, am Kummer, hat man die ältesten Siedlungen von ganz Vorarlberg nachgewiesen. Funde am Kadel und im Kriener belegen, dass bereits in der mittleren Steinzeit hier in diesem Gebiet Menschen gelebt haben. Im Mittelalter war Koblach ein Königshof und gehörte den Welfen als Reichslehen. Und diese erbauten dann so in etwa um 1100 nach Christus die Neuburg, eine der damals mächtigsten Burganlagen des ganzen Landes, zur Sicherung ihres Grundbesitzes im Rheintal.
Am 8. April 1363 wurde die Festung und die Herrschaft Neuburg an die Habsburger verkauft. Es war dies die erste Besitzerwerbung des Hauses Österreich der Habsburger in Vorarlberg. Und man könnte eigentlich sagen, wir Koblacher sind die ältesten Österreicher in Vorarlberg. Aus dem Stand Neuburg wurde dann erst viel später, im Jahre 1848, die selbstständige Gemeinde Koblach. Und ich denke, obwohl wir heute in einem vereinten Europa leben, kann Koblach sehr stolz auf seine Wurzeln und auf seine Geschichte sein. Die große Verbundenheit der Gemeinde mit der Tradition und der Geschichte soll auch in Zukunft beibehalten werden. Die alten Gemäuer der Ruine Neuburg werden auch für die nächsten Generationen eine Erinnerung an die Wurzeln bleiben. Um dies auch zu gewährleisten, wurden Restaurierungsarbeiten an der Ruine durchgeführt. Mit viel Geschick und vor allem Leidenschaft wurden diese Arbeiten von einem Spezialistenteam gemeistert. Die alten Steine sollten natürlich wieder verwendet werden. Dafür braucht es zum einen Erfahrung, zum anderen aber auch eine gewisse Ehrfurcht vor den traditionsreichen Gemäuern der Ruine Neuburg. Die Grundvoraussetzungen sind, dass man mal eine gute Infrastruktur aufbaut, weil das ist eine exponierte Lage und das ist ziemlich ein großer Aufwand, dass man da einmal die erste Kübelmalte verschaffen kann. Wenn man Wasser und Strom muss man auflegen. Also das ist ein relativ großer Aufwand. Und das nächste, was man dann macht, das ist eine Mauersicherung. Das sieht man da bei den Abstützungen da. Das heißt, dass man sicher schaffen kann bei der eigentlichen Restaurierung. Also wir verschaffen Steinmaterial nur die von vor Ort, vom Freileger von der Mauer oder wenn man die Mauer freigraben muss. Und machen einen angepassten Mörtel, einen Sumpfkalkmörtel, passen wir dem historischen Mörtel so gut wie möglich an, damit sich die miteinander neu und alt gut verträgen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man solche, da sehen wir zum Beispiel ein Rüstloch, dass solche Löcher nicht zugemutet werden, obwohl es schwierig ist, das zu sichern, aber das, die muss erhalten bleiben. Oder auf der anderen Seite, dann sieht man dann zum Beispiel, dass man da, wenn man da aufmuren, ein Holz einlegen in dem Durchmesser, damit das Loch wirklich für die Zukunft erhalten bleibt. Und wenn das einmal rausfällt, das Loch bleibt erhalten. Und jeder Zuschauer, jeder Besucher kann sich selber überlegen, ja, was könnte das Loch für eine Funktion haben. Oder wenn da ein Fenster oder sonstig ein Balkenloch ist, so, kann man sich etwas zusammenreimen. Also solche Details sind sehr, sehr wichtig, dass die bei der Restaurierung erhalten bleiben. Alles bleibt also beim Alten und doch erscheint die Ruine Neuburg in neuem Glanz. Somit ist man in Koblach auch für die Zukunft gerüstet. Tradition und eben auch ein Bezug zur Geschichte der Gemeinde werden die Koblacher auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer begleiten. Auch heute dürfen wir Ihnen wieder eine Vorarlberger Tracht präsentieren. Passend zur heutigen Sendung die Rheintal-Tracht. Heute dürfen wir Ihnen zwei Trachten vorstellen, eine für die Damen und eine für den Herrn. In Vorarlberg fanden in den 1950er Jahren zahlreiche Trachtenerneuerungen statt. Dazu gehört diese Rheintal-Festtagstracht für die Dame, die sehr gut kleidet, eine Schnürtracht, die in verschiedenen Farben gehalten ist. Damit wir auch etwas für den Herrn bieten können, wurde das Vorarlberg-Tschöple entworfen. Das Vorarlberg-Tschöple gilt als die Tracht des Vorarlbergers. Dieser wunderschöne Sakko ist in verschiedenen Farben erhältlich, in Grau, Braun, Grün und Blau. Hier an der Seite ist er handgestickt, hat eine Gelee, das in verschiedenen Farben auch erhältlich ist, und eine schwarze lange Hose. Diese Vorarlberger Männertracht ist für den Herrn gedacht, der nicht gerne Kniebundhosen trägt. In Vorarlberg haben wir ansonsten Kniebundhosen aus Loden. Zum Vorarlberg-Tschöple, also zur Tracht des Vorarlbergers, gehört auch dieser sehr nette und kleidsame Hut, den unsere Herren sehr gerne tragen. Dieser Hut rundet das Bild ab. Morgen präsentiert Ihnen Ulrike Bitschnau dann die Montafoner Tracht. Und auch sonst gibt es wieder zahlreiche spannende Berichte und Brauchtümer aus dem Ländle. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit mir durch Land und Zeit reisen.